Hallöchen Internet und willkommen zurück zu Let's Play Stardew Valley. Wir haben Samstag, den 20. Frühling und wir werden heute Shane ein Geburtstagsgeschenk vorbeibringen, unseren neuen Mülleimer bei Clint abholen, wir werden Bäume bei Pierre kaufen und diese dann endlich mal im Gewächshaus einpflanzen. Ja, wurde auch Zeit. Also Leute, heute gibt's wieder viel zu tun. Von daher würde ich sagen, 3, 2, 1, los geht's. Wo ist denn mein kleines Schnubbelchen? Oh, guten Morgen. Ja, Papa ist gestern draußen umgeklappt. Oder umgekippt. Mirki, nicht nachmachen. So, wie sieht's mit unserem Glück aus? Die Geister fühlen sich heute neutral gesinnt. Der Tag liegt in deinen Händen. Sehr schön. Ja, dann schütten wir uns ein Espresso rein. Und dann ab nach draußen. Ich glaube, Haley ist heute auch draußen. Ja, okay. Könnte sein, dass die fotografiert. Ja. Guten Morgen, mein Schatz. Sag Ziegenkäse. Ziegenkäse. Übrigens, meine Schwester mag Topaz. Wenn du ihr also mal einen Gefallen tun möchtest, das mag sie am liebsten. Ja, das merke ich mir. So, was haben wir hier? Ein Brief. Huxel, jemand hat dich letzte Nacht in der Klinik vorbeigebracht. Jemand. Du bist vor Erschöpfung ohnmächtig geworden. Du musst besser auf dich aufpassen und zu vernünftigen Zeiten schlafen gehen. Ich habe dir 1000 G für die ärztliche Untersuchung in Rechnung gestellt. Gezeichnet, Dr. Harvey. Okay. Ja, wobei 1000 ist ganz schön teuer, ne? Naja. Hi Huxel, ich habe viel zu viel Dünger für den Garten bestellt. Ich bin mir sicher, du kannst was damit anfangen. Pass auf dich auf, gezeichnet Jody. Sehr schön, Qualitätsdünger, for free, nehme ich mit. So, wir kippen mal eben Erze nach. Vor allen Dingen Iridiumerz. Schön. Okay, das war's hier erstmal. Ja, auf dem Feld ist ja eh alles automatisiert, ne? Guten Morgen, ihr Schatten. Aha, hallöchen. Wäre schön, wenn man noch mehr automatisieren könnte, übrigens. Ich meine, die Routine nimmt schon immer einen Großteil der Paarzeit ein, ne? Das ist schon so. Leider. Na, wobei, wir schaffen auch immer viel. Also ist ja jetzt nicht so, dass wir gar nichts hinkriegen. Oh, alter Schwede, so viele uralte Früchte. Ja, und gleich pflanzen wir dann hier Bäume ein. Ne? Ich habe mir so ein Layout aus dem Internet gezogen. Es gibt so ein perfektes Layout. So ein Vorschlag, wie man die Bäume pflanzen soll. Ich hoffe, das funktioniert mit den normalen Sprinklern auch. Auf dem Vorschlag oder auf der Vorschlagszeichnung sind überall Iridium-Sprinkler drauf. Kein Plan, ob diese Sprinkler hier die Bäume irgendwie blocken. Aber ich denke mal eher nicht. Ja, wobei, könnte sein. Könnte sein, dass ich hier oben keine Bäume hinpflanzen kann. Aber egal, kommen wir später zu, Leute. Ansonsten muss ich da mal die Sprinkler austauschen. Achso. Was war das denn jetzt? Cool, man kann hier durch den Zaun durchbacken, oder was? Tatsächlich, das ist ja witzig. Okay, jetzt komme ich nicht mehr raus. Naja, so viel dazu. Hallöchen zusammen. Wollte eigentlich nochmal eben die uralten Früchte verkaufen. So, diesen Ködereimer, den könnte ich eigentlich auch hier hinstellen, ne? Ja. So, aber jetzt erstmal guten Morgen. Na, wie geht's euch? Habt ihr gut geschlafen? Ja. Papa ist ja da.
Sehr schön Stoff. Käse ohne Ende. Moi, 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 moi. Viel besser als vorher mit den vielen Maschinen. So, bis morgen, meine Kleinen. Warte mal hier, Kiefernteer. So viel Kram, den wir einsammeln können. Hier wollte ich mal Gras pflanzen um den Teich. Hab ich schon wieder vergessen. Egal, guten Morgen. Hallöchen. Ja, der Hase möchte abhauen, ne? Oh, habe ich hier unten das Tor aufgelassen? Nicht, dass jemand abhaut. Oh ja, sehr schön. Auch eine fette Ausbeute. Mal ein Ei futtern. Ich habe so wenig Energie. Okay, und das war's. Ja, dann verkaufen wir den ganzen Kladderadatsch mal eben und dann ins Dorf. So, weg damit, weg damit. Weg, 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 weg. Ja, den restlichen Kram kann ich ja erstmal noch im Inventar behalten. Ach, sowas schenken wir denn überhaupt Shane? Ich meine, ich habe den eh schon auf der höchsten Stufe, ne? Also ich muss jetzt gar nicht so sehr darauf achten, was ich ihm schenke. Dann schenken wir ihm einfach einen Kaffee. Ich meine, der freut sich über Kaffee. Oh, alter Schwede, was haben wir denn hier? So viel Honig. Oder er kriegt Honig, genau. Dann schenke ich ihm einfach Honig. Ich meine, die meisten freuen sich hier über Honig. Er wahrscheinlich auch. Gehe ich jetzt einfach mal ganz stark von aus. Aber ich weiß gar nicht, wo der ist. Ist der zu Hause? Onkel Shane ist im Stall. Er hat gesagt, er will dir was zeigen. Aha. Das sollte reichen. Das perfekte Zuhause für deine Hennen. Wir werden die besten Eier im ganzen Tal haben. Frisch und gesund mit einem satten, goldenen Eigelb. Nicht so wie diese bleichen, kranken Joja-Eier. Weißt du, Charlie, ich habe nachgedacht. Ein Typ wie ich steht immer am Rande der Verzweiflung, weißt du, was ich meine? Aber du und deine anderen Hennen werden mich von jetzt an stützen, ich weiß das einfach. Was ist los, zu viel Druck? Oh, wie süß, das ist ja goldig. Vor allen Dingen hat der so schöne blaue Hühner, wo kriegt man die denn her? Hey Huxel, also, was hältst du davon? Meine speziellen blauen Hennen. Ich habe sie die letzten Monate heimlich gezüchtet. Ach so. Ich werde hier nicht für immer leben und wollte etwas an Jess weitergeben. Ich habe ihr gezeigt, wie man sich um sie kümmert. Ich will mich nicht fühlen wie ein Blutegel in der Welt. Ich will irgendwie etwas beitragen, selbst wenn es nur etwas Kleines wie das hier ist. Oh, ist das süß. Super sweet. Jo, und jetzt herzlichen Glückwunsch. Oh, ist heute mein Geburtstag? Stimmt wohl, danke, das ist nett. Ey, da kann man gar nicht rein. Was, ich will auch so ein blaues Huhn haben. Viel hübscher als die normalen. Danke dir. Oder kann man die kaufen? Jetzt habe ich die freigeschaltet. Nein. Ja, so viel dazu. Ja,
wobei, ich meine, ich habe mal irgendwo im Kommentarbereich gelesen, dass man die blauen Hühner auch bekommen kann. Aber ich erinnere mich gerade nicht mehr dran, wie. Ja, könnt ihr ja gerne nochmal schreiben. Wenn ihr es wisst, schreibt es einfach mal in die Kommentare. So ein typischer, generischer YouTuber-Kommentar. Schreibt es in die Kommentare. Lasst ein Like und ein Abo da. Und, was sagen die Leute immer noch? Klickt auf die Glocke. Keine Ahnung, was die Glocke macht, aber klickt auf die Glocke einfach drauf. So, jeder scheint an den Wochenenden ein wenig glücklicher zu sein, oder? Ja. Hey, du erhältst deinen Goldmülleimer, aber das Upgrade auf den Iridiummülleimer, das können wir uns nicht leisten, ne? Nee, 5 Barren, so viel habe ich nicht. Na, ist dann halt so. Louis, lass mich vorbei. So, jetzt kaufen wir erstmal ein. Nein! Ah. Ist er weg? Ach so, ah! Okay, er ist auf der Insel. Ich nehme mir den Tag frei, um die Insel zu besuchen. Bitte platziere dein Geld in der Box, nicht schummeln. Gut, was kaufen wir denn jetzt? Wie viele Bäume brauche ich denn? Ich muss mal eben auf die Zeichnung gucken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Okay. Ich glaube, ich habe aber noch ein paar Bäume zu Hause, ne? Ach, egal. So, 3, 6, 9. Okay, müsste passen, ne? Ja, 18 Stück. Ach, wobei, ach, dann nehme ich auch noch eben Gras mit. Ich meine zwar, ich habe auch Grasbüschel noch im Lager, aber who cares, wir haben es ja. Ach so, und wenn ich schon mal da bin, Zucker. Weizenmehl. Reis, Öl. Ich kaufe mal so ein bisschen was für den Kühlschrank ein. Wir müssen ja demnächst auch mal kochen, ne? Für die 100%. Also einfach mal alles einsacken. Oh, die Dickbauchvögel. Alte Bekannte. Vor allen Dingen sollten wir erstmal unser Inventar ein bisschen aufräumen. Also, das kann alles hier rein, das kommt auch hier rein. Das Bild, das könnten wir irgendwo an die Wand packen, ne? Na, wobei, ich habe ja alles schon so dermaßen zugekleistert mit Bildern. Vielleicht packe ich das doch erstmal in diese Kiste hier rein. Hauptsache, es ist raus aus unserem Inventar, ne? So, okay, zack, zack, Sprinkler, Dünger, oh, der Zaun, der muss noch weg, nicht der Zaun, das Tor meine ich. Okay, ja, dann platzieren wir mal die Bäume. Jetzt muss ich aber wirklich genau drauf achten, wo ich die hinpacke. Man kann doch irgendwo den Zielort anzeigen. Genau. Ich hoffe, das funktioniert auch. Na, funktioniert nicht. Beim Pflanzen. Anzeiger für die Platzierung von Feldern per Controller. Wie ist das, das hier? Ah, okay. Das sieht doch gut aus. So, also man soll den ersten Baum hier anpflanzen. Dann zwei Felder Platz lassen. Hier.
Auf der anderen Seite. Achso, jetzt müssen wir mal das Ding hier wegmachen. Achso, ach, habe ich ja Gedöns drin. So, jetzt. So, auf der anderen Seite auch ein Feld Platz lassen. Dann zwei Felder Platz lassen. Dann direkt über dieser Pflanze. Ja, dann wieder zwei Felder freilassen. Eins, zwei. Hier. Wieder zwei. Eins, zwei. Hier. Dann wieder zwei. Eins, zwei. Hier. Okay, dann genau das gleiche auf der anderen Seite. Eins, zwei. Hier. Eins, zwei, hier. Eins, zwei, hier. Richtig? Ja. So, dann kommt ein Baum hier hin. Ein Baum kommt genau unter diese Pflanze. Genau, und das funktioniert jetzt nicht, weil ich hier diese Sprinkler stehen habe. Okay, nicht so schlimm. Immerhin wird es mir angezeigt. Also normalerweise könnte man jetzt hier oben in die Mitte quasi, da könnte man jetzt noch vier Bäume pflanzen. Kann ich aber nicht, weil ich eben diese Sprinkler hier stehen habe. Die müsste ich wegmachen, dann müsste ich aber das ganze System hier ändern. Dann müsste ich hier Iridium-Sprinkler hinballern. Ich würde sagen, wir lassen das erstmal so. Also ich bin ja nicht ganz so extrem auf das Geld angewiesen. Dann könnten wir einfach mal diese Versandbox hier oben hinstellen. Dann muss ich die nicht draußen irgendwo hinpacken. Ja, finde ich ganz okay. Also es ist eine vernünftige Zwischenlösung. Ja, und die Setzlinge, meinetwegen pflanzen wir die irgendwo auf der Ingwerinsel ein. Das ist okay, das wird schon irgendwie passen. Okay, dann platzieren wir noch ein bisschen Gras. Damit sie wieder schön aussieht. Oh, die sind schon alle drin hier, oder was? Ich kann mal ein bisschen mehr platzieren. Ich habe eigentlich relativ viel gekauft. Warum sind denn die Schweine noch draußen? Okay. Sehr schön, das fluppt. So, ja, dann sind wir eigentlich fertig. Ich würde sagen, dann packen wir den ganzen Kram jetzt noch ins Lager. Nee, Moment, wir sind noch nicht fertig. Ich wollte eigentlich noch die Tore hier korrigieren. Das rechte Tor, das hat ja eine falsche Farbe. Beziehungsweise das linke, das will ich mal eben ausbessern. Und mein Iridium ist fertig. Das heißt, wir können noch einen Iridium-Sprinkler craften. Die Bäume, die packe ich hier vorne mit rein, ne? Ich weiß gar nicht, wo ich die anderen hingepackt habe. So, Iridium-Sprinkler. Da vorne sind sie. Zack, drei Stück natürlich.
Das heißt, dann sind wir mit dem Feld auch wirklich fertig an der Seite. So, jetzt machen wir das hier mal weg. Ey, oh. Oh, sehr schön. Beides von einer Farbe. Ja, ich nehme den dunklen Farbton. Erst wollte ich auf hell wechseln, aber ich finde das eigentlich ganz schick, wenn sich die Tore so ein bisschen abheben farblich. Also mir gefällt diese Kombination eigentlich ganz gut. Das muss ich überall mal austauschen. So, dann. Hier oben war ich ja soweit fertig. Fertig. Den Sprinkler hier muss ich noch austauschen. Ja, und die anderen, die könnte ich dann fürs Gewächshaus nehmen. Und ich muss hier natürlich auch noch definitiv was einpflanzen, ne? Ich behalte die Iridium-Sprinkler einfach mal im Inventar. Fürs Gewächshaus bräuchte ich insgesamt 6 Stück, um das Layout zu ändern. Das sollte eigentlich nicht ganz so lange dauern, 6 Sprinkler zusammenzukriegen. Also ich denke mal eine Woche oder so durch diese Miezekatze, die ich im Mirkis Schlafzimmer stehen habe, geht das ja echt sehr, sehr schnell, ne? Diese kleine Glückskatze, meine ich. So, zack, 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 zack. Jetzt sind wir aber wirklich fertig für heute. Und ich würde sagen, wir schauen mal, wie das Wetter morgen wird. Morgen wird es den ganzen Tag klar und sonnig sein. Sehr schön. Und unsere besondere Prognose für die Region der Ferninseln. Morgen wird es den ganzen Tag regnen. Okidoki. Na, dann würde ich sagen, ab ins Bettchen. Letzte Nacht hat Ziege Sim Holmes ihren Nachwuchs zur Welt gebracht. Hey, sehr schön. Jo, als nächstes verewige ich User oder Userin Shana. Ah, na, ich hoffe, ich verschreibe mich nicht. Tachibana. Na, so, habe ich mich verschrieben. Ich muss mal eben kurz nochmal in den Kommentarbereich gucken. Shana Tachibana. Jo, richtig so. Willkommen in der Familie. Ja, Leute, das war der 20. Tag im Frühling. Wir haben 55.900 G gemacht. Alter Schwede. Oder 58.000 sogar. 55 nur mit Tierprodukten, glaube ich. Naja, also liebe Leute, ich hoffe, ihr hattet Spaß und der Part hat euch gefallen. Sollte dem so sein, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. So oder so würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Huxel. Ciao.